da gibt es keine Norm mehr. Also deswegen bin ich ja überhaupt zur Musik gekommen, weil da gibt es keine Grenzen. Da kann ich sein, wie ich bin und werde dafür noch beklatscht. Rami Hattab, Singer-Songwriter. Zeit zu gehen, Video-Release. Wir haben ein Jahr lang gearbeitet. Das war ja mein erstes wirkliches Musikvideo. Ja, komisches Gefühl. Ich habe selber nicht zugeguckt irgendwie. Die letzte Szene im Kasten. Den Unterstand geräumt. Deutschen Texten. Ich habe einfach angefangen, mal Deutsch zu schreiben. Das war wie so eine Offenbarung. Die Sprache ist halt nicht im Weg. Du nimmst das, den Zettel und den Stift und du und die Gitarre und du schreibst einfach. Bühne ist, ich muss auf der Bühne sein. Das ist geil. Das ist die Bühne, das ist so eine Therapie. Ich gehe auf die Bühne drauf, ich sein will, dass ich mich ausdrücken will. Und dann bin ich da. Draußen bin ich ja nicht wirklich ich. Bin ich Musiker, weil ich, das geht halt auch nur auf der Bühne. Notenliebe. Ich will mich einfach ausdrücken. Ich will das rausdrücken. Auf der Bühne gibt's nur ein Gesetz. Ausdruck. Ich will raus. Und das bin ich. Alle wollen Lieder hören. Abgehoben, steil nach oben. Reit mit mir die Welle, wenn es geht. Sing mit mir zusammen. Und Intro beschreibt eigentlich das Gegenteil von dem, was die meisten Leute denken. Ich will nicht der Clown sein, dass ich eben nicht genau das spielen will, was die Leute hören wollen. Und die Leute setzen sich hin und die wollen Party. Aber die kriegen nicht nur Party von mir, die kriegen auch Scheiße. Ich bin nicht der Clown, der dafür sorgt, den anderen die gute Laune zu bringen, wenn sie denken, dass sie das jetzt brauchen. Weil das ist auch Musik. Weil ich habe auch Scheiße im Leben erlebt. Kein Essen im Schrank, kein Sprit im Tank, keine Liebe im Gepäck. Weil ich mit Mädels nicht kann, es ist okay. Ich geh meinen Weg. Ungewaschen. Also manchmal kommen die Texte eher auf mich. Also das ist ein bisschen, das ist immer anders. Manchmal sind es Worte, manchmal sind es Satzfetzen, die auch ein Jahr lang in irgendeiner Schublade rumliegen, die ich dann auspacke. Manchmal sind es Melodien und dann erst Texte. Manchmal habe ich Themen, wo ich sage, da musst du jetzt was schreiben und dann mache ich das. Und dann schreibe ich auch nach einem Thema etwas. Ich versuche es. Ja. Ich bin nicht frei. Wer ist schon frei? Aber das Ziel ist es, frei zu werden. Alles, was ich bin, alles schmeiß ich hin. Jede einzelne kleine Träne, meine tollsten Bälle.